Morgen ist das Wetter normal, das heißt, ich kann jetzt mal die neue Glocke ausprobieren. Ach, das Pferd bleibt da stehen, das ist wunderschön. Sehr schön. Sehr geil. Pferd ist echt eine tolle Sache. So, jetzt probieren wir mal die Glocke aus. Jetzt frage ich mich, gilt das für alle Tiere? Muss man das innen läuten? Wie funktioniert das? Aha. Ist wahrscheinlich gebäudemäßig, wenn man drin klingelt. Und scheinen alle rauszugehen. Jetzt brauchen wir ja gar nicht füttern, wenn wir die draußen halten. Das ist es, was ich jetzt befürchtet habe, dass die halt immer irgendwo rumrennen. Ich hätte halt jetzt gern da drin gehabt, hier. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier außerhalb Zäune setzen kann. Das werden wir jetzt gleich ausprobieren. Das war jetzt, glaube ich, nicht gesetzt. Das war einfach hingeschmissen. Oder? Ja. Zweimal? Nee, hier kann man nichts setzen. Das ist schade. Das ist sehr schade. Andererseits müssen wir die einzäunen. Ich weiß es nicht, wegen wilden Tieren und so, habe ich was gelesen. Ist halt blöd irgendwie. Ich tue die jetzt mal rein, ich glaube die nächsten Tage wird schön. Wir müssen nicht füttern. Müssen kein Geld ausgeben quasi. Für Futter. Und da ist es wieder, dieses nervige Gießen. Jetzt habe ich es gerade verkackt. So, wie schaut es mit Geld aus? 3000, okay. Mit 3000 können wir nichts anfangen. Bei 5000 wird es den Rucksack geben. Könnten vielleicht nächstes Werkzeug aufwerten, kostet auch 5000. Ich weiß nicht, also die Hacke und die Axt aufzuwerten, ich weiß nicht, hat irgendwie keinen Reiz, weil wir das halt nie benutzen. So gut wie nie. Einmal am Saisonanfang oder sonst. Der Norden von Baden-Württemberg ist schon heftig. Mein Freund versteht meine Familie nie. Okay. Was herrscht denn da für ein Dialekt überhaupt? Norden von Baden-Württemberg. Ich habe keine Ahnung. Überlebe ich mal, ob wir jetzt hier groß mit den Steinen aufräumen. Ich glaube, ich gehe noch ein paar Mal in die Mine, damit wir noch ein paar Erze sammeln. Vorzüglich Eisen, weil dann können wir Pfeile machen. Pfeile und Bomben wären halt ideal, weil dann könnte man den Maulwurfkönig mal angehen. Pfälzisch, okay. Ich weiß nicht, wie Pfälzisch klingt. Keine Ahnung. Ich weiß, wie die Össis reden, wie die Sachsen reden, wie die Schwaben reden, aber dann hört schon auf bei mir. Die Hamburger, die haben noch speziellen Dialekt. Aber sonst. Hessisch, glaube ich, ist auch ein bisschen. Hört man auch ein bisschen raus. Aber sonst. Pfälzisch, wüsste ich jetzt echt nicht, wie das klingt. Der Pfälzisch verstehe ich Pfälzer mit Kraut. Die Wüste quasi.
Einmal verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Errungenschaft freigeschaltet. Crops Stufe 2. Ich glaube, wir haben eine bestimmte Anzahl an Dingen verkauft. Hello. Bist das du? Geh mir aus dem Weg. So, Geschenke überbringen. Für die Mine haben wir jetzt überhaupt keine Ausdauer irgendwie. Das interessiert sich irgendwie gar nicht. Das Gießen strengt so sehr an. Ja? Wieso ist hier zu? Haben wir so lange gebraucht heute? Was ist da los? Heute ist Freitag. Wo ist die Fiona? Vielleicht an der Brücke oben. Ich glaube, die könnte an der Brücke oben stehen. Ich glaube, die geht ab 10 Uhr immer auf die Brücke hoch oder so. Ach, ich habe ein Pferd. Was bin ich für ein Idiot? Ich habe ein Pferd und renne hier durch die Gegend. Das ist noch die Gewohnheit. Ich kann jetzt stressfrei reisen und ich renne noch hier durch die Gegend zu Fuß. Du bist nicht die Fiona. Wo ist die Fiona? Schaut's trotzdem mal in die Mine. Scheiß die Wand an. Aber ich finde meine Fiona nicht. Den Pier, den könnte man reparieren. Der kostet aber, glaube ich, 10.000. Und dann kann man was Saugeiles machen, wenn man den repariert. Ich glaube, das könnte ich mir mal als nächstes Ziel nehmen. Das wäre vielleicht ganz. nicht ganz uncool. So, ich gehe mal nochmal rein hier. Ach, hier irgendwo. Ich will jetzt hier keine Ausdauer verschwenden, deswegen muss ich jetzt mal ein paar Mal raus und rein gehen. Bis mir der Dungeon gefällt. Jetzt warte mal, ich habe hier sogar was zum Essen. Da geht's weiter. Oh, jetzt habe ich gegossen. Der ganze Ur-Adept. Oh, sehe ich das richtig? Sind jetzt gerade zwei Wände kaputt gegangen, habe ich das gerade richtig gesehen? Ausdauer. So, ich finde hier keinen Gang. Das war gerade Zufall mit den zwei. Silber. Hä? Hier soll es weitergehen. Ich kann mir aber nicht weiter nach unten schlagen, oder? Okay. Dann müssen wir hier nochmal laden. Verdammt, da wäre eine grüne Pflanze gewesen. Ich bin einfach zu schnell. Es wäre cool, wenn ich mal wieder ein Rüstungsteil finden würde. Aber ich glaube, da müssen wir den Maulwurfkönig erstmal besiegen. Also mal, der hat bestimmt was. Der droppt bestimmt was.
kein Weg. Ist die Ausdauer gleich weg. So, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh! Oh! Ein Geschenk der Götter. Drei Pflanzen zum Essen. Sehr geil. So, hier gibt es ansonsten nichts. Ich versuche jetzt mal, dass wir ein bisschen tiefer kommen. Geh mal weg da. Go up, nein. Go down. Ja. Ich wäre versucht jetzt hier, aber ich glaube, da grabe ich wieder ewig. Ne, wir machen das jetzt einfach. Müssen wir zwar oft rauf und runter, aber das ist egal. Der ist kacke. Der Dungeon ist kacke. Der ist voller Gegner. Der ist auch voller Gegner. So, wo geht's denn hier lang? Hier geht's auch nicht weiter. Ich mache das jetzt so lang, bis ich mal grüne Pflanzen finde. Einfach so. Also da geht's bestimmt irgendwo runter. Ne, da geht's hoch. Hoch wollen wir nicht. Da geht's runter. Ich war ja schon zufällig unten beim Maulwurf-Boss, aber bei dem hat man halt überhaupt keine Ausdauer mehr und wenig Gesundheit. Von daher sind wir da relativ schnell abgestunken. So, 25. Das sind jetzt die Robotermännchen, die Bomben legen. Die sind ganz praktisch, weil die hier den Weg frei bomben. Bei dem könnten wir jetzt ein bisschen warten, bis er hier frei baut. Oder er sich selber wegbombt. Okay, drei Edelmetalle, sehr gut. Schade. Bombt er sich selber weg. Da ist wieder so ein Minenroboter hier. Ah, da geht's runter, sehr gut. Delicious. Das Problem ist, ich komme ja nie wieder hoch. Doch, will ich schon. Bleiben wir noch oder nehme ich das Zeug mit? Ich schlage jetzt hier noch was zusammen und dann gehen wir wieder raus. Mining sind wir aufgestiegen. Also ich glaube pro Level, Charakter Level up, sehr schön. Pro Level erhöht sich glaube ich die Chance, dass man was findet. Go up. Boah, ich habe überhaupt keine Ausdauer mehr, wir müssen jetzt unbedingt raus.
unbedingt. Dürfen auch keine Rollen mehr machen. Muss ich aufpassen beim Laufen. Ich muss jetzt schauen, dass ich wieder rauskomme. Das ist schwer genug. Vor allem in den unteren Ebenen gibt es so wenig von den Blümchen, die man brauchen würde für die Ausdauer. Ich komme nie wieder raus. Ich weiß es jetzt schon. Ich komme nie wieder raus. Nie wieder. Ah. Go up. So. Ah ja. Go up. Das ist scheiße hier. Sehr gut. 22. Ach, da wird man rauskommen. Ich habe keine Ausdauer. Essen habe ich auch nichts. Sehr blöd. Ich komme ja nicht mehr raus. Hilfe! Ah. So, jetzt sind wir Level 20. Jetzt brauchen wir die lange Leiter, die rote. Perfekt. Oh. Also da muss man halt echt ausdauermäßig irgendwas zum Essen mitnehmen, damit man da durchhält. Jetzt ist das Pferd weg, oder? Nee, oder? Was soll das? Das finde ich blöd. Das finde ich sehr blöd. Wo landet es jetzt? Ist es jetzt wieder daheim oder was? Die Frage. Ich gucke jetzt mal, da ist es. Ja, okay. Ja, ist aber blöd, hey. Wenn man zu den Minen will, dann will man auch wieder zurückreiten können. Das ist doof. So, jetzt haben wir mal wieder Eisen gefunden, weil da brauchen wir nämlich viel. Ja, okay. Ein bisschen was haben wir gekriegt. Dann gehen wir mal ins Bettchen. 24. So, wir können jetzt was Neues auswählen. Mehr Gesundheit, mehr Rüstung. Ich glaube, das wäre mal ein Trojan Horse. You know how to give them, you know how to please them. The second gift given to the same villager within a day has its effectiveness reduced by 20% instead of 50%. Also man kann an einem Tag mehr Geschenke machen. Okay. So, was ist das? Ach, das ist das Übergreifende. Das Inventar wäre cool. Unstoppable. Chef 2. Gatherer. Mushrooms zweimal aufnehmen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal. Also entweder, dass ich mir aushalte, Protection. Das wäre cool. Oder das Inventar. Ich glaube, ich mache das Inventar. Warte, wo war das? Horda. Ja, ich mache das Inventar. So, Wetter. Sonic. Dun, dun. Gießkerne haben wir da. So, dieses nervige Gießen halt.
Bisschen was können wir ernten. Bin dafür, dass man fast auf. Jetzt haben wir 5000. Also wir können einen Rucksack holen. Ist es jetzt hier? Haben wir zwei zusätzliche Plätze bekommen, oder? Ich glaube, die haben jetzt hier bekommen, oder? Oder hier? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie es vorher war. Habe jetzt nicht genügend aufgepasst. Verdammt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich fertig bin. Hier. Sieht man immer so schlecht. So, fertig, 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 fertig. Dann hier noch. Das Pferd müssen wir auch noch bürsten, täglich. Da noch dran denken. Gießen sind wir fertig. So, Hühners. Alle hochheben hier. Da sind wir durch. Bürste. Ah, das ist hier immer ein bisschen blöd hier. Bürsten. Ernten. Hier gibt es noch Mais. Doppelten Mais. So, noch was? Nein. Dann Fickhofen. Bam 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 bam. Hier noch was. Tadam, tadam. Bam 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 bam. Okay. So, dann würde ich sagen. Räumen wir hier noch ein bisschen auf in der Farm. Und dann gehen wir noch zur Fiona. Und dann ist der Tag schon rum. Wie ist es jetzt mit dem Pferd Ausdauer trainieren? Müssen wir da immer reiten oder wie ist denn das? Also so habe ich das auf jeden Fall gelesen. Wir könnten jetzt noch ein Werkzeug aufwerten. Ich weiß nicht, vielleicht sollen wir die Angel mal aufwerten. Oder wir sparen halt einfach für die Gießkanne. Ich glaube, das wäre gescheiter. Oder für den Hammer. Könnten wir eigentlich gleich Hammer, nächste Stufe, 15.000. Das kosten. Dann könnten wir im Dungeon weitergehen. Das wäre viel spannender. Ich gucke mal, was es kostet. Jetzt Samstag, ich gehe mal beim Schmied vorbei, dann gehen wir zu Fiona. Hallo? Was mit dem? People say it's hot. Was mit dem? Arbeitet der heute gar nicht? Arbeitet bis Samstag? Ja, was ist mit dir? Der arbeitet heute nicht. Ah!
Ah! Ich bin zu spät dran. Arbeitet er heute nicht? Du bist nicht Fiona Mathilda. Maya Nudelholz, hi, grüß dich. Hier ist zugesperrt. Oh, wo ist denn die wieder? Wo ist die Dame wieder? Die hatte irgendwas in der Hand, was glänzt. Ah, oh, wie finde ich die jetzt wieder? Ich bin sowieso blöd, weil ich hätte eigentlich ein Pferd hierher reiten können. Ich gehe jetzt nochmal ein hohes Pferd, ich muss mal die Dame aufsuchen. Hallo? So, auf geht's. Ich schau mal zur Brücke hoch, weil ich weiß echt nicht, wo die ist. Manchmal ist sie da auf der Brücke. Oder auch nicht. Vielleicht ist sie am Berg. Ich weiß echt nicht, wo sie die rumtreibt. Ich schau jetzt mal hier hoch, da war ich schon länger nicht mehr. Was Neues gibt. Schaut nicht so aus. So, am Berg ist sie auch nicht. Es ist 12 Uhr, vielleicht ist sie jetzt wieder in der Kneipe. Immer diese Frauen. Ständig muss man denen hinterherrennen. Furchtbar. Einfach furchtbar. Ist vielleicht hier am Wasser oder so? Nee. Der da. Das ist der Pfarrer, der steht hier einfach rum. Und erzählt hier lange Stories, die mich null interessiert. So, bist du jetzt da? Oh, wieder zugesperrt. Wo ist denn die? Wo ist denn die, verdammt nochmal? Müssen wir mal die Stadt noch ein bisschen durchsuchen hier, weil ich habe keine Ahnung, die sein könnte. Hier bist du auch nicht. Hier auch nicht. Hier wahrscheinlich sowieso nicht. Wahrscheinlich bis abends warten, bis sie wieder da ist. Bürgermeister. Wo zur Hölle treibt sich die rum? Hier irgendwo? Auch nicht. Friedhof. Auch nicht. Der Baum da, der kommt mir so seltsam vor. Nein, du bist, jetzt hätte ich schon gedacht, das ist sie, aber das ist die Mathilda. Unauffindbar, die Frau. Ich gucke jetzt nochmal rein. Jetzt, da ist sie ja, jetzt ist sie daheim. So, ein Blümchen für dich. Ich liebe es, danke, bitte. Ja. Ich habe jetzt gelesen, dass man 2 Geschenke am Tag machen kann. Mache ich das mal, dass halt der Effekt niedriger ist. Aber es soll funktionieren.
Okay. Geschenk abgeben passt. Gut. Können wir den Tag beenden? So, meine Damen und Herren, wir sind am Ende einer Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.